Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft und ich habe ja angekündigt, ich will ja ein kleines Dorf bauen und ihr sollt die Namen dafür finden für die Leute, also für die Dorfbewohner da. Und ich habe auch schon einige Namen bekommen, da kann ich mal gerade nachgucken und zwar einer soll heißen RMXPlay4949, ein anderer soll Lukas heißen, ein anderer soll Mirator heißen. Der vierte soll Walbash Indra heißen und der fünfte Biggie Smalls. Das lässt sich wohl alles einrichten. Ich werde da wahrscheinlich auch alle Namen verwenden, weil ich momentan noch genug Platz habe im Dorf. Es wird. Nee. Ab ins Gehege mit dir. Die will's nicht. Ich hab gesagt, ins Gehege mit dir. Ja, schön lang. Ach, was soll's. Und Ende. Er hatte ein langes Leben. Ja, auf jeden Fall werde ich die ganzen Namen nehmen, die ich gerade vorgelesen habe. Aber ich kann da ja nur bestimmt viele Gebäude in diesem Dorf bauen. Ich schätze mal etwa grob 10. Und dann werde ich wahrscheinlich nur die schnellsten 10 nehmen. Also das sind bisher jetzt die schnellsten Leute, die es am schnellsten ihren Namen gesagt haben. Und die restlichen, naja, die müssen es eben halt, wie gesagt, schnell genug sagen, damit ihr Name noch in dieses Dorf kommt. Ihr könnt auch den Namen von irgendwelchen YouTubern nehmen oder von bekannten Personen oder ach, keine Ahnung, euren richtigen Namen, euren YouTube-Namen, euren Künstlernamen, Namen von anderen Künstlern, keine Ahnung, von Goch oder irgendwie sowas. Was mach ich denn jetzt? Ach, ich fäll jetzt mal ein paar Bäume. Dafür brauchen wir sowieso eh noch Tausende, bis hier überhaupt mal ein wenig haben, was irgendwie keinen Sinn macht, aber egal. Ich meine, wir müssen noch sehr viele Fällen, um eben halt unsere Dorfmauern fertig zu kriegen. Und naja, das ist schon so eine richtig heftige Arbeit. Oh, ich habe ein Archiv mitgekriegt. Ach ja, stimmt. Ich weiß sogar wieso, weil ich mir letztens die Minecraft-Jar neu gemacht habe, weil ich mir den Day-V-Mod runtergeladen habe. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch das Spiel oder so. Ist relativ bekannt hier in der deutschen Szene. Zumindest die deutsche YouTube-Szene und so. Das wurde da relativ stark verbreitet durch große Let's Player. Ich will ja gar keine Namen nennen, aber ist halt so. Ja. Wollte ich ja kurz sagen, dass ich das auch gespielt habe. Fand ich jetzt in den ersten Minuten nicht so interessant, aber ich wollte das sowieso noch ausgiebiger testen. Vielleicht mache ich da sogar eine Aufnahme, je nachdem. Je nachdem, ob ich lustig bin. Peter lustig. Ja, Peter lustig kann man leider nur sein, wenn man einen Clown gefrühstückt hat. Und das hat man ja nicht jederzeit. Man ist ja nicht 24/7 total aufgedreht und hat einen Clown gefrühstückt. Ja, das wollte ich nur sagen. Oder man hat natürlich hier zu viel Energie, dann stimmt das natürlich. So, Alter, wir haben schon wieder fast ein Stack Holz, ist ja schon mal ordentlich. Oh, hallo Höhle. Hallo Höhle. Eine Höhlenexpedition haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, ne? Und wir müssen ja immer noch. Hallo Lichtbug. Und wir müssen ja immer noch unsere schönen Diamanten finden. Die glitzernden Edelsteine. Die glitzernden blauen Edelsteine. Ja, bis wir die gefunden haben ohne Strip Mine, das kann ja schon mal ein paar Jahre dauern. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich so letztes Mal auf natürliche Weise Diamanten gefunden habe. Weil in all meinen Welten bin ich mittlerweile so weit, dass ich nur noch Strip Mine. Oder eben halt schon 10.000 Diamanten habe. Hier im Let's Play kann ich ja Strip Mine nicht anbringen, weil das ist ja einfach viel zu, ja, wie soll man sagen, viel zu langweilig. So. Das Bauen doch schon viel schöner. Und auch noch mit schöner Musik im Hintergrund. Naja, schön kann man so und so interpretieren. So, da noch ein bisschen höher. Da. Hier noch einen höher. So, dass es ungefähr immer 4 hoch ist. Ja, mal auch so ein bisschen schwanken, je nachdem. Das Gelände schwankt ja auch ziemlich. Da.
Show. Hier muss ich jetzt. Aua! Muss ich einen tiefer machen? So. 2, 3. 2, 3. Weg damit. Einsammeln und jetzt hier lang. Und dann hier höher machen. So. Aua! Mensch, Mensch, Mensch. Die Verletzungsgefahr hier beim Bau ist aber auch schon ziemlich hoch, ne? Muss ich eine teure Versicherung abschließen, damit ich hier nicht ständig Schulden habe. Weil sonst kommt Peter Zwilger noch zu mir und den mag ich gar nicht. Genau so sieht es nämlich aus. Oh nein! Günther LP mag kein Peter Zwegert. Oh nein! Aber dafür mag ich Peter Lustig. Aber das ist ja auch alles total uninteressant. Außerdem wollen wir uns ja auch nicht über B-Klasse-Promis unterhalten. Unterhalten wir uns über richtige Promis? Die YouTube-Stars? Nee. Keine Ahnung. Britney Spears. Oder Michael Jackson. Amy Winehouse. Und was haben diese drei Leute gemeinsam? Nicht nur, dass sie bekannt sind. Oh. Oh. Spannung steigt. Was haben sie gemeinsam? Oh. Gar nichts. Die haben gar nichts gemeinsam. Wieso sollten sie auch? Nee, was haben die denn gemeinsam? Britney Spears, Michael Jackson, Amy Winehouse. Sind alles Musiker. Ah, ich möchte noch ein bisschen kitzeln. Genau, das ist deren Zusammenhang. Und darauf wollte ich hinaus. Auf Musiker, weil die Musik gerade im Hintergrund so schön ist. Und was ich letztens auch mal getestet habe, ich wollte mal die normalen Skins von diesem Texture Pack hier aussehen, weil immer wenn man wenn man den Skin komplett wegmacht, also den normalen Skin, dann kriegt man immer den Skin vorgeschrieben vom Texture Pack und das wollte ich mal gucken und so. Ich hab das jetzt noch nicht zurückgeändert zum Skin, habe ich ganz vergessen vor der Aufnahme, egal. Das wird alles noch gemacht und so. Yeah, ich sure, Junge. Ach, den Gravel-Weg, den müssen wir auch nochmal ab und zu machen. Aber vorerst müssen wir hier noch ein bisschen weiter bauen im Haus. Die Frage ist, wie bauen wir weiter? Ich würde sagen, wir ziehen einfach noch ein bisschen höher. Block für Block. One more block, one more block, one more block, one more block, one more bob, one more bob, one more bob, one more bob. Sieht doch schön aus, oder? Na, das erfreut mein Auge. Aua. Nicht wahr, Schafi? Ach, du heißt Sean? Sean, das Schaf befindet sich nicht in unserer Obhut. Fangen wir doch mal das Schaf. Na? Bist du Liesel, das Schaf? Liesel. Ja, Liesel. Nimm mal deine Wolle. Hey, gib mir deine Wolle. So kommen auch immer die Gangster in der dunklen Ecke an. Immer in der Nacht. Entschuldigung, gib mir deine Wolle. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch schon mal das erste Haus bauen, was im Dorf gebaut wird. Also jetzt hier nicht irgendwie so, wie soll ich sagen? Also jetzt nicht das Haupthaus, meine Residenz, sondern ein normales Wohnhaus. Oder ein Schmied oder irgendwie sowas. Genau. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich muss ihnen auch irgendwelche Jobs geben. Wir klauen uns unsere Jobs. Aber erstmal gehen wir schön schlafen. Weil ich auch schon müde bin. Ich glaube, ich falle ins Bett. Oh. Hihi, peinlich. Was machen wir denn jetzt noch gerade? Ist im Kreis drin. Ofen nochmal nachgucken. Nee, wir können mal gucken, ein bisschen, was wir da oben in den Kisten noch drin haben. Woraus wir denn unser Haus bauen können. Aus Eisen, natürlich. Nennt mich Bonze. Günther Bonze. Mysteriös. Ach, was haben wir noch? Viele Pfeile. Mensch. Genau, unser erstes Haus
wird aus Birkenholz gebaut. Jeha! Müde! Hab ich noch mehr Birkenholz hier? AKA, beziehungsweise auch bekannt als helles Holz. Das helle Holz, jetzt im Angebot bei Günthalpi. Kaufen Sie sich 2? Nehmen Sie sich 3! Oh, meine Axt ist fast kaputt, ich mache mir dann gerade noch eine neue. Ja, ich merke schon, die alten Zeiten kommen wieder, wo wir immer nur hin und her laufen. Ach, war das schön. Da. So baut man einen Po. Na cool, meine Axt. Aber die Axt ist ja dafür zuständig, den Po zu... Naja, diesen Satz wollen wir mal lieber nicht beenden. Wir wollen ja hier nichts ins Perverse abdriften. Das schieben wir uns für Let's Porno auf. Und dieses Let's Porno, das wird richtig Porno. Das glaubt mir Mama. Ah, die Musik im Hintergrund ist natürlich auch sehr schön. Monkey Island, glaube ich. Hoffe ich, weiß ich. Bin ich. Werde ich sein. Keine Ahnung. Ihr wisst es nicht. So, Bäum, Baum, 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 Baum. Hoffentlich ist das hier kein End. Also ENT, nicht END. Die kennt man vielleicht aus Herr der Ringe. Ich wollte schon erst Star Wars sagen. Oh, kaputt. Also jetzt nicht Star Wars, sondern meine Axt. Und meine Axt meine ich natürlich nur, dass hier die virtuelle Minecraft und nicht das, was ihr gerade denkt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, es gibt ja ganz viele Klassiker da so, ne? Star Wars, Herr der Ringe. Ihr seht schon zig Milliarden. Und alle haben die Welt noch nicht gesehen, ja, oder sowas wie Titanic oder Godzilla. Godzilla. Aber irgendwie finde ich diese ganzen alten Klassiker doch schon ganz lustig. Und vor allen Dingen sollte man sie eigentlich auch schon gesehen haben. Außer jetzt vielleicht Titanic. Das ist, naja, ist nicht so der beste Film. Ich habe mehrmals versucht, Titanic mir anzugucken. Aber irgendwie wurde mir immer nach spätestens nach einer halben Stunde sowas von langweilig, dass ich eingepennt bin oder weggeschaltet habe oder weggeklickt habe. Also ich habe es natürlich DVD in meinen Rechner eingelegt und nicht auf irgendwelchen Seiten geguckt. Wie kommt ihr denn auf solche Ideen? Pff, zwar ehrlich. So. Und jetzt wird das erste epische Haus gebaut. Fuck yeah. Die Frage ist, wird das ein normales Wohnhaus oder wird das irgendein spezielles Haus? Boah. Ich muss natürlich auch entscheiden, wer von den 5 Leuten, die ich ganz am Anfang des Partys oder der Aufnahme aufgezählt habe, wer davon in dieses geile Haus reinzieht. Hier muss ich noch ein bisschen was verändern. Was das ist das. Was das?